Hallo, mein Name ist Malte. Ich stelle euch heute meinen Beruf als Fotograf vor. Inzwischen bin ich 34 Jahre, mache das jetzt schon mein halbes Leben lang mit der Fotografie und mache das super gerne. Ich habe tatsächlich keine Ausbildung gemacht, aber auch das eigentlich sehr überlegt. Ich habe damals schon mit mehreren Berufsfotografen gesprochen als Schüler und die kannten dann schon meine Bilder und haben mir gesagt, dass ja, meine Qualität der Fotografie schon sehr, sehr hochwertig ist und dass ich vermutlich in der Ausbildung gar nicht mehr so viel lernen würde. Dann war noch die Überlegung, ein Studium anzufangen, aber auch das hat sich hinterher nicht ergeben, sodass ich dann direkt mit der Selbstständigkeit durchgestartet habe. Also mein Alltag in der Fotografie sieht immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Und gerade das, finde ich, macht total den Reiz bei diesem Beruf aus. Manchmal sitze ich in Anführungsstrichen nur am PC, bearbeite Bilder, schreibe E-Mails, Angebote. Leute rufen an, fragen nach Fototermin. Und dann natürlich halt, wenn ich viel unterwegs bin, in Unternehmen oder bei Hochzeiten, lerne ich sehr viele Menschen kennen, sehr viele Geschichten, sehr viele Orte und das finde ich super spannend in meinem Fotoalltag. Ja, mein liebster Bereich ist eigentlich die Hochzeitsfotografie, weil da hat man immer sehr, sehr viele fröhliche und schöne Momente. Also auf einer Hochzeit sind immer alle sehr glücklich. Und man kann sich sehr austoben, was die Fotografie angeht. Also man hat mal Porträts, dann hat man Detailaufnahmen, versucht witzige Momente auch eventuell mal einzufangen und kann auch seine ganze Erfahrung damit einfließen lassen. Natürlich gibt es auch öfters mal stressige Situationen. Ich versuche immer vorab sehr, sehr viel und relativ akribisch zu planen, damit man diese stressigen Situationen möglichst gering hält und wenn sie vorkommen, dass man eigentlich darauf vorbereitet ist und weiß, dass sowas dann passieren kann. Ein Beispiel ist, wenn wir halt zum Beispiel große Veranstaltungen wie ein Abiball oder Uniball fotografieren und da sind halt sehr, sehr viele Menschen, die fotografiert werden müssen, da hat man halt immer den zeitlichen Druck. Und da ist es halt auch wichtig, sich nicht aus der Ruhe zu bringen, weil am Ende zählt halt immer das gute Bild. Und wenn man sich zu viel Stress macht, dann macht man halt Fehler und dann ärgern sich hinterher alle. Ja, wenn mich mal die Motivation verlässt, dann macht es tatsächlich für mich Sinn, einfach mal durch Instagram oder Facebook durchzuschauen. Da folge ich auch vielen Fotografen, auch international. Und dann habe ich eigentlich direkt wieder richtig Lust auf Fotografie. Man kriegt neue Ideen. Und wenn man vielleicht vorher ein Problem hatte oder sowas, dann wird das erstmal wieder kleiner und man kann sich halt wieder auf das Kreative und das, was einem richtig Spaß macht, dann konzentrieren. Ja, zur Fotografie bin ich schon sehr, sehr früh gekommen. Da war ich ungefähr 13, 14 Jahre, mir die erste Digitalkamera gekauft. Damals hat die nur 4 Millionen Pixel gehabt, was inzwischen halt lächerlich wenig ist. Und ich habe tatsächlich bei meinem Vater erstmal Blümchen, Falter, Tiere, alles Mögliche fotografiert, was mir vor die Linse gekommen ist. Habe mich immer mehr mit der Technik auseinandergesetzt. Dann ja, zu Konfi-Zeiten ungefähr mit dem ersten Geld eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Und dann wollte ich halt hauptsächlich Menschen fotografieren und habe dann da vermehrt in die Richtung Leute gesucht, die sich fotografieren lassen. Auch meine Freundin stand da öfters mal als Model dann vor der Kamera. Anfangs dachte ich, dass der Weg etwas steiniger wird, weil früher gab es halt die großen Fotostudios in Wuppertal und da dachte ich, da wird es halt wirklich schwierig, sich da einen Namen zu machen und den Weg für einen zu finden, eventuell halt auch mit einem eigenen Fotostudio, was ja auch am Anfang eine sehr große Investition ist. Aber es hat sich dann doch gezeigt, mit sehr viel Mühe und einfach viel Freude an der Arbeit, dass man da auch sehr gute Chancen hat, entsprechend voranzukommen. Ich finde, das Wichtigste bei der Fotografie ist gar nicht mal die Technik, weil die kann man lernen, sich entweder selber beibringen, in der Ausbildung lernen oder ähnliches. Viel wichtiger ist, dass man ein gutes Auge fürs Motiv hat und einfach experimentierfreudig ist, dass man Sachen ausprobiert. Da kommt einem die digitale Fotografie auch sehr zugute, weil man ja direkt das Bild auf dem Kameradisplay sieht und ja, mehr oder weniger unbegrenzt Versuche hat. Man hat viele Möglichkeiten, beispielsweise, dass man eine Ausbildung macht, ein Studium, sei es Fotodesign oder Kommunikation. Dann gibt es auch noch private Fotoschulen.
Und am Ende muss natürlich jeder für sich auch so ein bisschen eine Nische finden und überlegen, was man machen möchte. Ob man bei einer Zeitung, einem Magazin eventuell angestellt oder als Freiberufler arbeiten möchte oder wie bei mir in der Hochzeitsfotografie seine Nische findet. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Facetten. Grundsätzlich hat man auch die Möglichkeit, als Quereinsteiger einzusteigen und sich so seine Nische hinterher als Fotograf zu suchen. Gerade in technischen Fotobereichen, da denke ich, macht eine Ausbildung auf jeden Fall Sinn. Beispielsweise, wenn man im Fotostudio arbeiten möchte oder Industrieanlagen fotografiert, da braucht man sehr viel technisches Know-how, was man entsprechend dann in einer Ausbildung beigebracht bekommt. Ich hoffe, ich konnte euch meinen Beruf als Fotograf einfach etwas näher bringen und ihr findet euren Weg. Ihr sollt auf jeden Fall euch was aussuchen, was euch definitiv auch für lange Zeit viel Spaß macht.